The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unser Forschungsgebiet, das Universum. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet. Und die Erde ist voll deiner Güter. In dieser Welt können wir, was die Erkenntnis über die Werke und Wege Gottes anbetrifft, erst einen Anfang machen. Das Studium wird dann in alle Ewigkeit fortgesetzt werden. Gott hat den Menschen Themen zum Nachdenken geliefert, die alle geistigen Fähigkeiten aktivieren. Oben am Himmel und unten auf der Erde können wir das Wesen des Schöpfers erkennen und dabei ein dankbares und frohes Herz bekommen. Jeder Nerv, jeder Sinn wird auf die Liebe Gottes reagieren, wie sie sich in seinem herrlichen Schöpfungswerk ausdrückt. Wenn dort dann der Vorhang beiseite gezogen wird, der unseren Blick verdunkelt und unsere Augen jene Welt der Schönheit schauen, auf die wir jetzt mit dem Mikroskop nur flüchtige Blicke werfen können. Wenn wir die Herrlichkeit des Himmels sehen, die wir jetzt nur mit dem Teleskop abtasten können. Wenn die Schäden der Sünde weggetan sind und die ganze Erde in der Schönheit des Herrn, unseres Gottes, erscheinen wird. Was für ein Forschungsgebiet wird sich da für uns auftun. Dort wird der Naturwissenschaftler die Berichte über die Schöpfung lesen und nicht zum Entdecken, was an das Gesetz des Bösen erinnert. Er kann der Musik lauschen, die die Stimmen der Natur erzeugen, und findet keinen Laut der Klage, keinen traurigen Unterton. In allem Geschaffenen kann er dieselbe Handschrift verfolgen, in dem unermesslichen Universum Gottes Namen groß geschrieben sehen. Weder auf der Erde noch auf See oder in der Luft bleibt eine Spur des Bösen zurück. Die Scharen der Erlösten werden von einer Welt zur anderen reisen. Ein Großteil ihrer Zeit wird darauf verwendet werden, die Geheimnisse der Erlösung zu erforschen. Und während der ganzen Ewigkeit wird dieses Thema ihren geistigen Horizont ständig erweitern. Die Vorrechte derer, die durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses überwinden, gehen über alles Begriffsvermögen hinaus. Alle Schätze des Universums werden den Kindern Gottes zur Forschung aufgetan. Mit unbeschreiblicher Begeisterung werden wir in die Freude und Weisheit der ungefallenen Wesen eingehen. Wir werden die Schätze teilen, die bei der Betrachtung der Schöpfung Gottes während ewigen Zeitaltern errungen werden. Und wie die Jahre der Ewigkeit verfließen, bringen sie uns immer herrlichere Offenbarungen. Über Bitten und Verstehen wird uns Gott für immer mit seinen Gaben beschenken. The Lord is coming. Are you ready?